August Heinrich Hoffmann, genannt von Fallersleben, 1816 bis 1818, schrieb das Lied der Deutschen, Johannesstraße, Haus Nummer 27. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. August Heinrich Hoffmann, bekannt als Hoffmann von Fallersleben, geboren am 2. April 1798 in Fallersleben, Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, gestorben am 19. Januar 1874 in Corvey, war Hochschullehrer für Germanistik, der wesentlich zur Etablierung des Fachs als wissenschaftliche Disziplin beitrug, Dichter sowie Sammler und Herausgeber alter Schriften aus verschiedenen Sprachen. Er schrieb die spätere deutsche Nationalhymne, das Lied der Deutschen, sowie zahlreiche populäre Kinderlieder. Zur Unterscheidung von anderen Trägern des häufigen Familiennamens Hoffmann nahm er als Zusatz den Herkunftsnamen von Fallersleben an. Leben: Hoffmann war der Sohn des Kaufmanns, Gastwirts, Senators und Bürgermeisters von Fallersleben, Heinrich Wilhelm Hoffmann, und dessen Ehefrau Dorothea Balthasar. 1812 besuchte er nach der Fallerslebener Bürgerschule, Volksschule, die höhere Bürgerschule, Gymnasium in Helmstedt. 2 Jahre später wechselte er an das Martino-Katharineum nach Braunschweig. Im Mai 1815 debütierte er mit 4 Gedichten. Ab April 1816, mit 18 Jahren, begann Hoffmann in Göttingen, nach eigenem Bekunden mit wenig Geld und Lust, ein Studium der Theologie und wurde im selben Jahr Mitglied der alten Göttinger Burschenschaft. Eigentlich interessierte er sich mehr für die Geschichte des klassischen Altertums. Sein Vorbild hierbei war Johann Joachim Winckelmann. Als er 1818 bei Studien im Museum und Bibliothek der Stadt Kassel die Bekanntschaft von Jakob Grimm machte, fragte ihn dieser, ob ihm sein Vaterland nicht näher liege als die Antike. Daraufhin wechselte er zum Studium der deutschen Sprache und Literatur, Germanistik und deutsche Philologie.